Eva Rital ist zu Gast bei der Garage in der Region und heute sind wir zu Plattis bei der B&A Garage. Ja, hier in der Region ist die Garage schon seit den 50er Jahren bekannt und hier im Showroom hat es Oldtimer aus den 80er. Aber wir machen jetzt gerade einen Sprung in die 90er. Da hat nämlich die Geschichte angefangen vom Besim an dem Platz. 1995 hast du hier angefangen. Wie ist es dazu gekommen? Dann durfte ich hier Lehre machen und ja, ich bin sehr froh, dass ich hier Lehre machen durfte und auch weiterhin hier lang arbeiten. Gut kam mit Mitarbeitern allgemein, hier in der Region sowieso mit Leuten, mit Kunden. Gut verstanden, alles okay gewesen. Ja, und seit 11 Jahren bist du schon hier selbstständig mit B&A Garage unterwegs und ich glaube, so ein Spezialgebiet von dir und von deinem Team ist die Werkstatt. Genau, ja. Also wir haben hauptsächlich Reparaturen und Service. Und man kann es auch auf deinem Liebling lesen und draussen auf dem Schild Jackbox. Was ist das genau? Ihr habt da, glaube ich, spezielle Schweizer Teile. Genau, wir sind ESA-Partner. ESA ist eine Schweizer Firma, Autolieferant, Autoteile-Lieferant, eine grosse Schweizer Firma. Und dort sind wir Mitglied und wir haben ein Konzept von denen. Und das Konzept ist Jackbox. Ja, und es tut super, es klappt alles. Und wie eingespielt, dass das läuft bei der Werkstatt, hier bei der B&A Garage in Plattis, das schauen wir jetzt an. Hier in der B&A Garage haben wir jetzt schon viel über die Autos gelernt und über die Werkstatt. Und jetzt lernen wir das Team kennen. Und eine ganz besondere Geschichte hast du, Kabir. Du bist seit 4 Jahren in der Schweiz. In Afghanistan hast du schon als junger Mann angefangen mit Autos zu arbeiten. Ich habe gesehen, wie du da mit den Motoren arbeitest und mit den Kunden. Du hast auch ziemlich schnell den Deutsch gelernt. Was gefällt dir da am besten bei dieser Arbeit in der B&A Garage? Ich bin glücklich mit meiner Arbeit, Motor oder Bremsen oder Getriebe oder Service. Ich bin sehr glücklich mit meiner Arbeit, weil mein Beruf ist. Ja. Also, dass die Stimmung gut ist beim Team,
das habe ich sofort gemerkt, als ich gesehen habe, wie der Kabir und der Jedmir hier zusammen arbeiten. Und was mir bei dir sofort aufgefallen ist, Jedmir, du bist da drin der Allrounder. Also zuerst einmal die Reifen wechseln und schon bist du im Computer. Wir machen einen Service oder einen Motor öffnen. Ich schaue die Zeit, wie geht und was geht. Und ich bestelle alle Teile, was braucht für den Motor. Hast du das gedacht, als du angefangen hast, dass du bald einmal schon kannst 10 Jahre feiern da bei der B&A Garage? Ja, ich habe gedacht, weil ich bleibe da 10 Jahre, weil ich habe gemacht unten in meinem Land 3 Jahre Lehre. Und nachher 3 Jahre ich habe geschafft und nachher gekommen hier. Nachher ich habe gewusst, weil ich bin eine Person, ich will nie gehen, immer in anderes arbeiten. Ich will, wenn ich gehen arbeite, wenn ich Chef gut, ich bleibe immer zufrieden mit meinem Chef. Ich bin glücklich hier und ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Chef. Auch geht arbeite gut. Ja, Besim, jetzt hast du viel Lob bekommen von deinen Mitarbeitern. Wie geht's dir, wenn du das so hörst? Ja, ich bin froh, ja, zufrieden mit, sowieso mit Mitarbeitern. Und du bist auch immer am Anpacken, wenn du in der Werkstatt umeinander bist. Ist mir jetzt aufgefallen hier beim Filmen. Ja, eigentlich schon, ja. Ich versuche denen zu helfen, obwohl ich sonst andere Sachen habe, Büro und Annahme, Termine und so. Aber wenn es sein muss, dann helfe ich in der Werkstatt auch noch mit. Aber weniger, aber auch helfe ich auch mit. Ganz viele Kunden haben dir in der Werkstatt, aber du tust auch Autos verkaufen, Occasion zum Beispiel. Ja, ein kleiner Autohandel habe ich auch, aber eher weniger, aber auch ja, ein bisschen dann dazu, dass man der Werkstatt ein bisschen hilft mit der Occasion verkaufen. Aber wie gesagt, hauptsächlich ist Reparatur, Service und Reparatur. Und hier im Showroom hast du 2 Autos, die dir ganz gut gefallen, gell? Kannst du die mal ein bisschen beschreiben? Ein Mercedes und ein BMW? Genau, das sind ja meine Lieblingsautos, die ich mal kaufen konnte und will für mich behalten. Dass ich, wenn ich mal mein Alter erreiche, meine 65 Jahre, dass ich mal die habe, das kann mal ausfahren gehen und so. Darf ich vielleicht jetzt mal noch da in eines von diesen wertvollen Autos einsteigen? Ja, kannst du gerne machen, ja. Welcher ist älter? Der BMW, oder? BMW, ja, genau. Jahrgang? 1980. Okay, dann gehen wir mal da rüber. Genau. Zeigst du mir das einmal? Also 1980. Und den willst du behalten, bis zum genau. Schluss? Genau, ja. Er sieht wunderschön aus. Darf ich da mal noch reinsitzen? Gerne, ja. Gerne, ja. Okay. Ja, das ist wirklich, wenn du das siehst, hast du das Gefühl, es ist wie ein Zeitreis, oder? Mega schön gemacht. Ist gut erhalten, ist fast steht wie neu da. Aussah wie innen. Also tipptoppe Geschichte, wie es hier läuft bei der B&A Garage in Plattis. Das war es vom TV Rheintal-Besuch im Rahmen der Garagentour. Da eine Frage habe ich noch. Darf ich das denn vielleicht auch mal fahren, da, das Traumauto? Ja, kannst gerne mal fahren kommen. Schön Wetter ist sowieso, jetzt haben wir schönes Wetter. Kannst du mal gerne fahren, ja. Okay, cool. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja das dann beim nächsten Teil der Garagentour. Danke vielmals, dass wir bei euch vorbeischauen durften. Danke auch. Merci.